Yay! Hallo und herzlich willkommen wieder bei Let's Play Sonic Adventure 2. Und im letzten Part ist ja nicht alles so gut gegangen. Von wegen aufnahmetechnisch. Dafür versuche ich diesen Teil irgendwie nochmal... Was versuche ich in diesem Part zu machen? Einfach ganz normal weiterzumachen eigentlich. Und zwar mit Light Dash! Und wir dürfen gleich mit der Sonic Stage anfangen. Das sollte doch schon mal was Gutes sein. Weil nehmen wir es ohne Lüge, oder seien wir mal ehrlich, wollte ich sagen, genau, Sonic Stages sind am besten. Die anderen sind auch ganz okay, aber die machen immer am meisten Spaß. Da kann man sagen, was man will. Betätigen wir einfach mal den Schalter. So, ich werde diesmal wahrscheinlich auch nochmal in den Schaugarten gehen, weil, ne, ich habe das im letzten Part erklärt, allerdings ist ja die ganze Sounddata weg und Kirek hat mir den Part übernommen. Und... Naja, der wusste ja nicht, was zu tun ist, was er da machen soll. Kann man ihn auch nicht übel nehmen. Deswegen werde ich das einfach nochmal ruhig und, naja, kurz und schnell erklären, weil so spannend ist es auch nicht. Was ist das hier? Wow. Okay, cool. Ja, ist gut. Und... Yay. Yay. Alle Gegner kaputt. Cool. Wette, damit will ich was machen. Mach's kaputt. Schön. Alter, an der Decke zu laufen, das ist ja wie Mega Man. Oder Mario Galaxy. Oh Gott. Also mit Mega Man meine ich Gravity Man Stage. Alter, das ist kompliziert. Und in welchen Spielen geht man noch auf den Kopf? Ach, da gibt es doch bestimmt so 1000 Spiele, wo man auf den Kopf geht. Luigi's Mansion. In so in etwa 2 Räumen. Naja, da gibt es jedenfalls noch genug Spiele, wo man an die Wände gehen kann. Wir gehen mal... Ja, wo will ich hin? Erstmal die Wände abchecken, ob man da landen kann. Gut, das ist komisch, an der Decke zu gehen. Das ist schlimmer als Linkshänder bei Guitar Hero. Sieht gut aus. Und da bin ich... Wie bin ich da nicht runtergefallen? Und ich hasse diese Gegner. Aber na gut. Da bin ich gut durchgekommen. Schön. Ah, ah. Was zum... Ja. Oh. Sporringe. Das war so klar, dass die mich... Ich lebe noch. Ich muss nur den Master töten. Behaupte ich mal. Yay. Hinten ist kein Secret. Da hinten ist ein Secret, aber... Nein, das ist kein Secret. Ich will ja nichts spoilern. Okay, das war ein Secret. Ist ja gut. Aber ob ich die Secrets jedoch zeigen werde, habe ich keine Ahnung. Weil ich weiß selber nicht, was es da gibt, was es bringt. Und... Ja. Genau, ich habe es halt noch nie gemacht. Warum sollte ich das riskieren? Na okay, ich könnte es machen. In Paper Mario hatte ich ja auch noch nie 100% geholt. Und das hat lange gedauert. Aber es war auch eines meiner Lieblingsspiele, da ist es schön, sowas zu machen. Sonic ist auch ein gutes Spiel, keine Frage, aber... Ist halt nicht mein Lieblingsspiel. Wie lange sind die elektrifiziert? Egal, sterb! Light Dash! Wow, das war cool! Haha, das ist gut! Oh yeah! Yay! Oh mein Gott! Das ist eine verdammt lange Röhre! Stellt euch da mal vor, da ist der Mechanismus kaputt, dass es eine Röhre ist. Also, dass es gesogen wird, wie im Intro von Futurama, so ähnlich. Wenn da mal der Strom ausfällt, dann kannst du die ganze Röhre durchkrabbeln. Na, viel Spaß dabei. Okay, und jetzt waren wir hier. Die können wir nicht kaputt machen, richtig? Wir wollen garantiert nochmal alles drehen. Yeah. Allerdings, wie kommen wir jetzt... Hä, das ist ein Rätsel. Das ist ein sehr gutes Rätsel, wenn ihr mich fragt. Ja, was muss ich denn machen? You're too slow, hat er gesagt, hat Eggman gesagt. Ich habe keinen Plan, was ich mache. Autsch, sage ich nur. An der Decke gehen? Das ist verwirrend. Nein! Ach hier! Alter,
ihr kapiert die Steuerung nicht. Man kann sie nicht erklären, die ist genau... Ja... Okay, es ist seitenverkehrt, was ist daran nicht zu kapieren? Ah, ich sehe was. Vielleicht muss man hier so hin auf den Boden. Kamera dreh dich. Oh ja. Flame Ring. Ermöglicht dir einen starken Fire Somersault. Lass mich raten. Ah. Sa. Das ist doch gut. Das ist sehr gut. So macht das Ganze doch wieder Spaß. Sa. Und ich bin wieder auf Kopf. Na super. Wow. Ich will Leiter machen. Aber ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehe. Hey! Autsch! Schnell weg hier! Nicht sterben! Yes, grinding! Auf dem Kopf gehen ist ganz komisch! Ganz komisch und nicht sterben jetzt! Leiter! Wow, der hat's gebracht, behaupte ich mal. Ich bin Secret Finder, ich bin Professor Layton. Auch wenn ich das Spiel noch nie gespielt habe. Und den muss ich töten. War sehr schwer. Okay. Yeah! Oh, awesome! Beste Leiter ever! Haha, stirbt, 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 stirbt! Du! Und der große Master Chief stirbt auch. Grinde! Oder was ist das? Handgrinding? Ja, genau, kaputt machen und dann weiter und dann durch Mario Röhre und dann boom. Und wieder alle Ringe verlieren. Ha! Ta! Und tja! Wow, was ist das für ein Balance-Act? Ha! Secret! Ganz viele Ringe! Und tot. Instant das. Rakete. Und wieder die Gravity. Oh ja, den Schauschlüssel, den wollte ich haben. Dann kann ich euch das alles erklären. Nochmal. Okay, nur den töten ist auch cool. Mittelziel. Noch ein Mittelziel. Kann ich langsam mal Ende sein? Ich hab. Das ist so schlau. Da ist ein Schalter und ich habe den nicht betätigt. Wo soll das denn? Und nein, nein. Ja, schön und gut, ich bin schnell dadurch, aber ich will jetzt den Schalter betätigen. Sonst bringt mir der ganze Kack nichts. Yes, yes, yes. Schön, schön und gut. Haha. Und jetzt? Auf den Kopf lang gehen. Ha. Gravity, das ist echt... Sonic Galaxy ist das. So heißt das Video auch. Ja, yeah, das Feuer. Was ist das? Infinite. Lol, das war Infinite. Infinite Roll. Geil. Ich mache nichts mit Controller. Das ist genial. Weg hier. So schön ist es auch nicht. Nein, es ist dumm. Nein. Hier der Dings behaupte ich mal. Das ist aber gemeingefährlich. Was soll das? Warum? Das habe ich jetzt nicht kapiert. Und da wollte ich einen eleganten Leitdash machen. Aber nee, nee, nee. Geht nicht. Geht einfach nicht. Aha. Okay, dann ist dieses Trampolin wohl nicht richtig. Auch wenn es irgendwie voll danach aussieht. Ich meine, was sollte man sich denken, wenn man dieses Trampolin da an der Seite sieht? Ja, okay, ich sehe es ja, man muss hier hoch. Ich halte meinen Kopf gerade ganz schräg, damit ich das wieder gerade sehe. Ups. Oh, das... Nein, ich sterbe die ganze Zeit. Es wäre voll peinlich, wenn ich ein Game Over kriegen würde. Und dumm, und das wäre blöd, und dann hätte ich schlechte Laune. Und dann würden ganz viele Welpen sterben. So. Ach, Mann, ich bin zu schnell. You're too slow, ich bin zu schnell. Es geht nicht. So, das war doch schön. Haha. Super toll. Ja, Feuerrolle.
Okay. Ah, oh, nicht treffen. Und ich werde von einer Box getroffen. Obwohl eigentlich nicht. Nein, nicht schon. Ich bin deppert. Okay. Jetzt, damit wir nicht nochmal genau das gleiche sehen, will ich mal dran denken, dass man sterben kann. Und wir haben kein Leben mehr, also... Wäre es echt mal ganz schön, dass wir mal daran denken, dass wir nicht sterben sollen. Wäre mal echt gut. Eine Alternative wäre das. Und ich kann nicht springen. Okay. Oh. Okay, wir gehen langsam. Und wir können hier runterfallen. Da oben. Ha. Da bin ich fast rübergesprungen, habe ich jedenfalls das Gefühl. Ganz langsam jetzt. Wir können überall runterfallen. Überall lauern Gefahren. Zum Beispiel da. Überall lauern Gefahren. Und tot. Okay, ich weiß, ich hab's gesehen. Ja. Schön, oh yeah. Jetzt bald mal Ende oder ein Leben oder sowas. Ich mach nichts Unüberlegtes. Da nicht gegenlaufen am besten. Es erinnert mich echt die ganze Zeit gerade an Mario Galaxy. Okay. Light Dash! Warum kein Leben? Ich will ein Leben haben. Leben wäre schön. Und Loch und ich fall rein. Okay, hier sehe ich nicht viel. Oh geil, ich sehe noch mehr. Die Kameraposition ist cool. Und tot. Ah. Komm. Nicht runterfallen. Ich weiß, du stehst auf dem Kopf. Und das ist nicht gerade das Normalste auf der Welt. Und ist doch falsch hier? Was ist das für ein Weg? Das ist toll! Ich habe voll Angst zu sterben gerade. Das ist nicht gut. Und ich gehe voll langsam durch. Und das wird wieder garantiert Rang E. Wenn ich es schaffen sollte überhaupt. Also wieder zurück. An dem fiesen mutierten Gegner vorbei. Ah, nein. So, schön, schön und wow. Und nicht von den Boxen zerquetscht werden. Ha! Das Ziel, das Ziel, das Ziel und ich bin tot. Yes! Haha! Und Rang E, lasst mich raten. Yay! Aber man muss die Levels auch kennen, um da einen guten Rang zu machen. Oder einfach nicht so verkacken wie ich. Das sind die beiden Möglichkeiten, die man machen kann. Wir haben 13 Minuten für das Level gebraucht. War aber nicht gut. Und wir dürfen die Ciao-Welt nochmal beobachten. Das erkläre ich jetzt aber ganz kurz und schmerzlos. So, hier ist die Ciao-Welt und dann gibt es hier einen Eingang und dann sind wir drin. So, letztes Mal habe ich ja die Eier schon ausgebrütet. Und jetzt, was bringt der ganze Kack? Das sind... Die bringen wir aus den Levels mit hier, die Teile. Und bringen unseren Ciao-Stats. Was bringen die Stats? Wir können so Wettrennen machen und so. Alles so Kram, den ich nicht zeigen werde. Oder wahrscheinlich nicht... Wirf ihn... Oh, jetzt habe ich ihn weggeworfen. Den armen Ciao. Hier, nimm noch was Futter. Das bringt dir Schwimmen. Und man kann ihnen auch so Tiere geben, die geben auch Stats. Und Teile, zum Beispiel so einen Schwanz. Haben wir noch ein Tier? Wir haben echt nur ein Tier mitgebracht. Ne, das ist natürlich blöd. Und ne, hier ist noch eins. Zwar noch ein Stinktier, aber... Obwohl, das ist genau das gleiche, was ich gerade schon gegeben habe. Das verschwindet einfach nicht. So, und was können wir sonst noch hier machen? Wir können die noch streicheln. Ich habe gesagt, wir können die noch... Wollte ich den letztes Mal nicht aufheben und habe es nicht geschafft. Und was wir auch noch machen können. Nimm's. Wir können sie werfen. Ja, okay, das war nicht schön. Game Boy Advance. Raus hier. So, da haben wir jetzt nicht viel Zeit verschwendet. Das ist gut. Weil ich so in etwa gar nichts erklärt hat, was man da machen kann. Arrgh. Forschungslabor. Ken Counter in 33 Minuten. Yes. Duell.
business first, shall we, Sonic? Hand over the Chaos Emerald, slowly, and then we'll talk about your girlfriend. That is, if you really cared for her. Handing over the fake emerald? I can kill two birds with one stone! Put the emerald down right there and back off! You've turned into a big-time villain, Doctor! Whoa! You thought you could trick me with that fake emerald, didn't you? So, how did you know it wasn't the real one? Tails! Because you just told me, Fox Boy. Ha ha ha, fail. Dum dum dum. Now, for a little space ride. The capsule clears the colony bad. I'm counting on you, Tails. Farewell, Sonic the Hedgehog. Sonic! No. It has the same wavelength and properties, but is less powerful than the real one. The same wavelength and properties. Can I do this? Farewell, my admirable adversary. Now we have some unfinished business to take care of. Er hat eine große Maschine und eine Pistole. Warum hat er eine Pistole in der Hand? Revenge! No saving. So, da ist dieser Dr. Eggman, den wir jetzt nochmal ordentlich auf die Fresse hauen, hoffe ich. Komm, stopp. Ja, war ein Treffer. Oh, er hat mich voll gepuncht. Ich nehme an, der ist... What? Was war das? Oh mein Gott! Ha, aber ich habe ihn voll gepuncht. Der war gar nicht so schwer irgendwie. Der war voll easy shit. Yes. Wenn es dafür einen Rang geben würde, wäre es Rang E. Außerhalb der Raumkolonie Ark. Gen Counter 21 Minuten und 7 Sekunden. I feel some strange. Genau 7 Sekunden. Oh my fudge. Schnitzel. Chaos Control! Chaos Control! Are you okay? I'm worried about Tails and Amy. I hate to ask, but could you help them? This is our last chance. Last chance. Before the cannon fires, I'll slam dunk it in there! Revenge! It's getting epic. Final Rush! Beeil dich und finde die Kanone. Ist das cool? Diesmal spielen wir nur mit Sonic. Außer dieses kleine Eggman-Buster. Weil ich denke mal nicht, dass ich danach noch was schaffe. Nur mit Sonic! Das ist ein guter Part. Yes, Final Rush. Aber da hätte man nicht raufspringen sollen. Egal. Ich habe mir den Speedrun mal von dem Spiel angeguckt. Okay, das ist schon länger her. Aber da hat die einige krasse Abkürzungen genommen. Da ist er irgendwie auf Grindstrecken woanders hingesprungen. Das war ganz schön krass. Lohnt sich auf jeden Fall, den Speedrun zu gucken, wenn man sowas mag. Hey! So, dann gehen wir mal hier runter. So. Und mal gucken, wie schwer das Level wird. Hier schnappe ich mir keinen Schauschlüssel. Nee, Feuerrolle. Hierauf. Ah! Yes! Hinhocken, weiß nicht, was es bringt.
Bam! Leben! Und wieder zurück. Oh, da wären noch Ringe gewesen. Das Leben... Oh, was zum... Ich wollte doch nur... Oh nein! Nein! Ach, goddammit! Ich hab nur Leben. Geht jetzt mal extra... Kann man da... Wenn man das... Das wäre bestimmt eine geile Abkürzung. Allerdings erstmal Game Over und dann machen wir den ganzen Kack doch mal, bevor wir da am Ende des Levels ein Game Over haben. Weil das wäre blöd. Ja, Sonic, ein Player, Story, Hero, Sonic. Space Colony Arc, Stage 16, Final Rush, beeil dich. Und finde die Kanone. Die goldenen Colt. Und jetzt geht's ab. Wir fallen und daneben. Ja, oh, wo geht's? Nein! Wir verschwenden erstmal 4 unsere Leben, damit wir nur noch ein Leben haben. So machen wir es. Okay, jetzt konzentrieren wir uns echt mal. Yeah! Geradeaus war gut. Bin ich fast echt da durchgefallen. Das war schon cool. Ja. Türk! So. Und weiter und hui und und. Yay. Falsche Richtung. Ja. Ja, was. Los. Ha, so machen wir's. Oh. Yes. Hui. Nicht bewegen, nicht bewegen. Der wird schon richtig landen. Gut. Das Leben holen wir uns hier wieder. Was da gleich kommt. Okay, die Sprünge sind doch gar nicht so schwer. Wo lag das Problem? Ich springe nicht auf die andere Seite. Nein. Da wäre wieder ein Leben gewesen. Na egal. Passt schon. So, wir können hier bleiben. Warum sollten wir da auf die andere raufspringen? Ha, bei der Tod. So einfach geht das. Wenn das doch nur immer so leicht wäre. Dann wäre es schön. Obwohl, dann wäre es irgendwie leicht. Oh, hier lang. Mittelzähl. Oh, zu viel. Ah. Okay, ich übertreibe es ein bisschen, oder? Naja, okay. 5 Ringe, 10 Ringe, 20. Ach, nee, schade. Wow. Noch mehr Ringe. Ich brauche keine noch mehr Ringe. Ha. Ja, geschafft. Ja. Yes. Yes. Oh yeah. So wird's gemacht. Noch ein Mittelziel. Turboschuhe. Oho, und wir gehen den roten, weil rot ist toll. Wow, was war das? Dann gehen wir blau, weil blau ist toll. Yes, oh Gott. Oh Gott, oh man, oh Gott. Yay. Ah, da müssen wir hoch. Da müssen wir hoch. So. Und nicht anders. Tja. Das Level ist cool. Ich mag das Level. Nee, nein. Ich hasse das Level. Ich mag es doch. Auch wenn wir den Weg jetzt noch mal machen müssen. So. Und. So. Aber es kann echt nicht so schwer sein, hier rauf zu gehen, oder? Hey. Ah, da muss man mit. So, ja, ich bin gut. Ich bin sehr gut. Super. Das gleiche nochmal. Ein bisschen länger. Light Dash. Oh, blödes magisches Feld. Das hat mir gerade voll versaut. Das hat es mir richtig versaut. Yes, warum mache ich das so hektisch? Aber klappt, es klappt. Es klappt, ist gut. Solange es klappt, ist immer super. Hey. Oh Gott.
Das sieht nicht schwer aus. Ha! Tot! Ich mag es, diese Gegner zu töten, weil die sonst so nervig sind. Hui. Das geht verdammt hoch hier. Was habe ich da gemacht? Ich wollte eigentlich so Bouncing Basketball machen, aber so geht's auch. Yeah, Breakdance auf einer Grindstange. Das sieht echt aus, das sieht aus. Wenn man das alles so erkennen kann. Yes. Oh no. Oh no. Es hat geklappt. Alter, ich bin doch bisher ohne... Ja, ich bin so gut wie fast ohne Leben durch. Komm! Next time. Hinhocken bringt... Oh, hinhocken? Okay, hinhocken ist schneller. Jetzt weiß ich's. Lila oder Orange? Lila oder Orange? Lila. Nein, ach, jetzt bleibe ich hier. Oh, das war gut. Das hat auf jeden Fall zum nächsten Mittelpunkt geführt. Und das, was sehen. Mission ist das Ziel. Alter, wer baut so einen kranken Kack? Und... wie soll man darüber kommen? Yay, ich brenne. Wer baut so einen kranken Kack? Oder fliegt das einfach so im All rum? Oh, oh. Yes! Mit einem Sprung klappt das! Super! Ah! Es sieht gefährlich aus, aber ich muss eigentlich nichts machen. Oh doch! Nein, das X da vorne hat mich irritiert. Ich brenne. Okay. Jetzt aber. Es ist nicht so schwer. Es sind so etwa drei Sachen, die ich eigentlich machen muss. Was? Verarschen. Das schaffe ich. Ja, einmal noch. Come on, Sonic, du kannst es. Hinhocken bringt. Yay! Und noch einmal, ja! Super! Hinhocken bringt, echt. Und da kann man einfach springen. Okay, ich muss gleich mal springen. Au, ich dachte andere Richtung. Aber gut. Ist ja alles gut gegangen. Ah, ey, was? Warum? Wie soll man das machen? Wie soll man das machen? Da gab es doch nur die beiden Möglichkeiten. Was soll ich machen? Eine ernstzunehmende Frage. Okay, versuchen wir doch noch diesmal mal die anderen. Oder will ich einfach da abspringen? Wie soll man das machen? Ohne so? Das ist jetzt eine wirklich ernstzunehmende Frage, weil ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich versuche mal irgendwo anders abzuspringen, wo ich vorhin dachte. Und zwar... Ja, wo war das? Hier. Haha. Bringt das vielleicht was? Dann bin ich auch wieder hier. Und ich bin auch tot. Na super. Und ein Leben, dann bin ich Game Over. Und das so sagen wir, hey, Game Over fast. Ja, super. Ich weiß echt keinen Plan, wie ich das gerade machen soll. Ey, nicht so eine tolle Ahnung. Aber mal Gas geben. Vielleicht ist das ganz gut. Oder so. Gar nichts machen. Gar nichts machen ist das, was man richtig. Gar nichts machen ist richtig. Was ist das? Jetzt hat man schon in Spielen zu viel Skill. Obwohl, das, was ich hier mache, kann man echt nicht Skill nennen. Ich habe nur Ringe. Wie wär's mal mit 1-2? Wenn ihr mich hier schon mit so Gegnern konfrontiert. Ah. Konzentrieren.
kann das. Nein! Eine Bombe, aber... Da sind Ringe? Ringe? Ringe! Ringe sind gut. Okay, diesmal ist gelb. Gelb haben wir noch gar nichts mitgemacht. Yay! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich muss nach vorne drücken. Hilfe! Okay, da musste ich eigentlich... Yay! Dieser Part ist schon wieder viel zu lange. Sollte nur 15 Minuten werden. Oder eher gesagt 20 oder so. Rang E, yay! Okay. Okay, das heben wir für nächstes Mal auf. Ich bin Bratschmann. Blark. Ich habe nichts gesagt. Es geht weiter. I thought that capsule you were in exploded in space. You know, what can I say? I die hard. You actually saved me, you know. It was a Chaos Emerald, wasn't it? But there's no way we could have activated the Chaos Control using an emerald that's fake. So, there's more to you than just looking like one. What are you anyway? But you know, I can't let you live. Your adventuring days are coming to an end. So, das bringen wir uns jetzt noch hinter uns. Shadow, final boss time. So, paar Ringe. Und ich glaube, ich kenne einen Trick hierbei. Einfach stehen bleiben. Dann warten, bis er das macht. Und dann attackieren. War nicht so gut. Ah, ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Abstand haben. Abstand. Aber rennen. Rennen. Rennen ist gut. Ich komme näher an ihn ran. Das ist blöd. Jetzt! Hab ihn nicht getroffen. Nicht getroffen. Langsamer, langsamer, langsamer. So, los, gut, los, gut. Was sollte das? Hey, ich habe ihn tatsächlich noch dadurch getroffen. Durch einfaches Raufballern. Muss ich ein bisschen rennen, weil er runtergefallen ist. Der beamt sich einfach wieder rein. Cheater, ja, ist gut. Ich habe ihn nicht getroffen, aber er hat mich getroffen. Nein, er ist runtergefallen. Er ist schon zweimal runtergefallen. Der Cheater, so warten wir und rennen. Ich treffe ihn nicht. Guck, ich fall runter und dann ist Ende. Das ist doch dumm. Yay, nochmal ein Titelscreen. Wir sehen heute ganz auf den Titelscreen. Ganz cool. Haben wir schon die Masse schnell hinter uns. Das springen wir schnell hinter uns. Schnell, komm. Das wollen wir schneller schaffen. Das soll kein 40-Minuten-Part werden. Ich versuche einfach mal... Ja, das war auch schlau. So aufzuladen. Jetzt macht er's. Dash. Naja, es war nicht so schlau. Wenn ich ihn damit treffe. Ah! Komm! Muss doch. Muss doch machbar sein. LOL! Er ist in mich reingerannt. Der Trottel. So ist es auch. Okay. Und ich habe ihn gerade einfach abgeschossen, ohne dass er was... Er hat was gemacht, ist ja gut. Aber ist mir egal.
Ich habe ihn einfach knallhart von hinten. Ja, knallhart von hinten. Ja, so sage ich. Er fällt immer runter, der blöde Cheater. Wie oft habe ich das schon mal? So, und Treffer. Jo, das sieht gut aus. Das ist eine gute Taktik. Ja, behaupte ich einfach mal. Wenn er in der Mitte steht, dann bam, wieder umgenagelt. So sieht es einfach aus. So ist es ein einfacher Boss. Ja, da war jetzt ein blöder Ringdash dazwischen. Und da ist er tot! Final Boss besiegt! Geil! Ah, jetzt kommt noch eine Cutscene zum Schluss. Oh, egal. Dann wird es halt ein langer Part. Wayne. Arg, verlassen das Labor. Kennen kommt dann, was auch immer. Und er hat zu viel gegessen. Der Dr. Eggman. Sonic, I did it. Yay. What the fuck? Boom. Awesome job, Tails. Sonic! Look outside. Nein, der Tod ist der. Yes! Fucking Punch! Credits! Yay! Ach, komm noch gar nicht, okay. Ja, oder? Alright! Das sind die Credits. Wir haben Sonic Adventure 2 Battle durchgespielt. Nicht! Das war jetzt der Hero Mode. Danach. Also im nächsten Part kommt dann der Dark. Die Dark Story. Mit Shadow, Dr. Eggman und Rogue. Und dann sehen wir die ganze Geschichte mal aus anderen Augen. It doesn't matter.
Yay. 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 Eggman steals the research from a military base located on an island to the south. The military's top secret weapon, Shadow, sealed in the space colony park, the Seven Chaos Emerald. When all of the keys have been collected, world conquest will be at hand. Sonic Adventure 2, The Dark Side Story. Long live the Eggman Empire. No saving? Select the story. So, und nächstes Mal das.